ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal True Crime Mini Dokus. Bevor das Video losgeht, wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch geben könntet. Und nun, wie immer, der Zuschauerhinweis. In diesem Video geht es um Gewalt gegen Kinder und sexuelle Übergriffe. Zudem werde ich die Tat relativ genau beschreiben. Die Geschichte rund um die Dardeen-Familie ist an Gewalt und Ekelhaftigkeit kaum zu übertreffen. Soweit, dass TV-Sender in den USA wenig bis kaum darüber berichten wollten. Eine bis heute unbekannte Person verschaffte sich Zugang in das Haus der Dardeens. Was genau dort passierte, ist bis heute ungeklärt. Was wir wissen, ist, dass dort drei Menschen starben. Ruby Arlene Dardeen, der dreijährige Peter und das bei dem Angriff geborene Baby Cassie. Von Russell Keith Dardeen, dem Vater der Kinder, fehlt erst jede Spur. Russell Keith Dardeen und Ruby Eileen Dardeen wurden lieber mit ihren Zweitnamen angesprochen, was ich von nun an auch mache. Keith war bei dem Angriff auf seine Familie 29 Jahre alt, seine Frau Eileen war 30 und hochschwanger. Ihr Sohn Peter wurde am 5. Juli 1984 geboren und war bei dem Angriff 3 Jahre. Im Jahr 1986 zog die Familie nach Ina in Illinois. Sie mieteten sich ein kleines Stück Land und wohnten von nun an in einem Trailer. Zu dem Zeitpunkt ihres Umzugs lebten ca. 600 Menschen dort. Keith arbeitete in einer Wasseraufbereitungsanlage. Eileen arbeitete als Büroangestellte. Zudem waren sie sehr aktiv in der Kirche. Keith war der Frontsänger des Kirchenchors. Eileen spielte Piano. Aber schon ein Jahr nach ihrem Umzug entschied sich die Familie, den Ort verlassen zu wollen. Keith war der Ort zum Aufwachsen seines Sohnes und zum Leben mit seiner schwangeren Frau zu unsicher. Denn in dem 600-Seelenort gab es seit ihrem Umzug 15 Morde. Als im Mai 1987 ein 10-jähriges Mädchen vergewaltigt und getötet wird, wurden Keith und Eileen zunehmend misstrauischer, was neue Leute anging. So wird von der Familie von Keith berichtet, dass er niemanden ins Haus ließ. Und selbst als nachts eine Frau an der Tür klopfte und fragte, ob sie telefonieren dürfte, diese abgewiesen wurde. Am 18. November 1987 erschien Keith nicht zur Arbeit. Als sein Vorgesetzter ihn telefonisch nicht erreichen konnte, kontaktierte er die Eltern von Keith. Als diese ihn auch nicht erreichen konnten, verständigte Keiths Vater das Jefferson County Sheriff's Office. Er sagte zu, sich mit den Polizisten zu treffen, da er einen Zweitschlüssel für den Trailer seines Sohnes hatte. Dort angekommen, klopfte die Polizei zuerst an der Tür. Als sie nicht geöffnet wurde und sie durchs Fenster sehen, dass jemand auf dem Bett liegt, der von Kopf bis Fuß zugedeckt war, entschieden sie sich, das Zuhause der Dardeens zu betreten. Es bietet sich ein unglaublich schreckliches Bild. Als sie die Decke anhoben, befanden sich darunter Eileen, Peter und die bei dem Angriff geborene Cassie darunter. Die Todesursache war Gewalt mit einem stumpfen Gegenstand. Schnell wurde die Mordwaffe im Zuhause der Dardeens gefunden. Es war ein Baseballschläger. Der Täter schlug mehrmals auf Peter und Cassie ein. Eileen war so schlimm zugerichtet, dass sie nur noch anhand von DNA-Proben zweifelsfrei identifiziert werden konnte. Von Keith fehlte jede Spur. Die Polizei rief eine Großfahndung aus. Die Polizei ging davon aus, dass er für diese schreckliche Tat verantwortlich war. Als die Suche am ersten Tag erfolglos war, wurde am folgenden Tag durch Jäger die Leiche von Keith in einem Feld nicht weit weg von seinem Zuhause gefunden. Ihm war 3-mal in den Kopf geschossen worden und man hatte ihm seine Genitalien abgetrennt und in den Mund gesteckt. Nachdem Keith gefunden wurde, wurde die Illinois State Police mit eingeschaltet. Eine 30-Mann starke Sondergruppe wurde gebildet, die sich nonstop mit dem Fall beschäftigten. Sie führten über 100 Verhöre. Ein Arbeitskollege von Keith wurde kurzzeitig verhaftet, aber auch schnell wieder von der Polizei als unschuldig bestätigt. Die Identität und das Motiv des Täters sind bis heute nicht geklärt. Es wurden weder Gegenstände aus dem Trailer entwendet, noch wurde Eileen sexuell missbraucht oder vergewaltigt. Alles bei der Tat deutet darauf hin, dass es sich um etwas Persönliches gehandelt haben muss. Man fand keine Einbruchsspuren. Es ist nochmal anzumerken, dass Keith und Eileen durch die Morde in der Stadt Fremden gegenüber sehr misstrauisch gewesen waren und vermutlich niemanden in das Haus gelassen hätten, den sie nicht kannten. Eine Theorie der Polizei war, dass der Mörder oder die Mörder sich geirrt haben könnten und dachten, dass es sich bei den Dardeens um andere Personen handeln könnte. Was wäre ein True Crime Mini-Dokus Video ohne einen Serienmörder? Manchmal, nicht immer, waren es Frauen und Kinder. Ich habe eine Antwort darauf und ich habe viel darüber nachgedacht.
denn es ist mir einige Mal durch den Kopf geschossen. Ich weiß, wo ich durch musste als Kind. Die Realität, ich war, was mir angetan wurde. Ich wollte nie, dass eine andere Person das erfahren muss. Wenn ich etwas gegen diese Person hatte, und eine andere Person hat das mitbekommen, was dort passierte. Ich wollte nicht, dass sie es ihr Leben lang mit sich rumtragen müssen. Ich weiß nicht, macht das Sinn? Tommy Lynn Sales, ein verurteilter Mörder und vermuteter Serienmörder, der im Jahr 1999 durch ein Opfer, das überlebt hatte, überführt werden konnte, gestand mehrere Taten, unter anderem die Familie Dardeen ermordet zu haben. Er sagte, dass er sich an Einzelheiten nicht erinnern könnte. Er änderte auch mehrfach seine Aussagen. Ich gebe euch mal die, die veröffentlicht wurden. Er habe Keith an einer Raststätte getroffen. Ein anderes Mal sagt er, er habe Keith in einer Billardhalle getroffen. Welcher der beiden Orte spielt eigentlich keine Rolle. Keith habe ihn zu sich nach Hause zum Essen eingeladen. Nach dem Essen soll ihm ein Angebot gemacht worden sein, ein Dreier mit Keith und Eileen zu haben. Er wäre nach dieser Aussage, aus welchen Gründen auch immer, durchgedreht und habe die Familie gefesselt. Anschließend wäre er mit Keith davongefahren, um ihn umzubringen. Danach sei er zurück zu dem Zuhause der Familie gefahren und habe dort Peter und Eileen umgebracht, um keine Zeugen zu hinterlassen. Ein anderes Geständnis ist, dass er das Schild, was die Dardeens vor ihrem Haus platziert hatten, zu verkaufen gesehen hatte. Er sei alkoholisiert gewesen und habe die Gelegenheit für einen Mord gesehen. In diesem Geständnis sagt er auch, dass er Eileen vergewaltigt habe, wofür es aber laut Polizei keinerlei Anzeichen gibt. Meine Frage ist aber, ob man sowas überhaupt sehen könnte, wenn man gerade ein Kind geboren hat. Ob die Polizei davon ausgeht, da sie keine Samenflüssigkeit gefunden haben, weiß ich allerdings nicht. Auch die Polizei geht nicht zu 100% davon aus, dass es sich bei Tommy Lynn Sales um den Täter handelt. Laut Aussagen der Ermittler konnte er Details nennen, die nie an die Öffentlichkeit gelangt sind. Andererseits konnte er sich an ganz einfache Sachen nicht mehr erinnern. Auch die Familie der Dardeens geht nicht davon aus, dass es sich bei Tommy Lynn Sales um den Täter handelt, da einige Geständnisse gar nicht zu dem Verhalten der Dardeens passen können. Tommy Lynn Sales wurde im Jahr 2014 durch die Giftspritze hingerichtet und kann so keine weiteren Informationen mehr preisgeben. Meine persönliche Einschätzung ist, dass es sich bei dem Täter nicht um Sales handelt. Ich bedanke mich wie immer ganz, ganz herzlich fürs Zu-Ende-Hören bzw. Zu-Ende-Schauen des Videos. Ich plane für die Zukunft einen Podcast zu starten mit einem Freund. Der wird dann auf YouTube auf einem separaten Kanal hochgeladen. Wie das mit Spotify und den anderen Medien läuft, damit habe ich mich noch nie auseinandergesetzt. Es wäre super, super lieb von euch, wenn ihr in die Kommentare schreiben könntet, ob ihr vielleicht Interesse daran habt oder ob ihr sagt, ja, die kurzen Videos reichen mir. ansonsten bleibt mir nicht viel, außer mich nochmal ganz herzlich zu bedanken, euch einen schönen Tag zu wünschen. Danke und ciao!